Moin Leute, Kolas hier. Willkommen zurück zu No Man's Sky Hardcore Permadeath Run Season 3 Folge 7. Gestern gab es ja einen Livestream vom Hardcore Permadeath Run. Deshalb war auch sehr schön, dass wieder viele mit dabei waren. Schönen Gruß immer an alle. Da haben wir ja die gesetzlosen Missionen massiv gepusht. So, dass wir da jetzt auch schon Meister sind. Da fehlt jetzt nicht mehr so viel. Tendenziell schon mal sehr gut. Und wir können jetzt hier weiter die Siedlung pushen. Es ist nämlich ein neuer Besucher hergekommen. Rekrut Sandy behauptet, er hätte die Siedlung im Traum gesehen. Er hat die Sterne und den Abgrund erblickt und erzählt von diesen Grundsätzen. Nichts eins von du ist Nita. Er verlangt bloß ein paar Münzen für seine Nachricht. Beachte die Warnung oder soll ich ihn wegchecken? Tendenziell Warnung beachten ist immer eine gute Sache, deshalb mache ich das einfach mal und die Siedlungsnegativposten sind nicht dramatisch. Okay, was haben wir denn dadurch jetzt bekommen? Gesegnet durch Errette, erhöhte Bürgerzufriedenheit. Das heißt, wir sind jetzt bei 60% Zufriedenheit, was schon mal ziemlich nice ist. Wir müssen auf jeden Fall jetzt dann mal pushen, dass wir mehr Produktivität haben. Aber wir sind ja gerade dabei, als Boy-Projekt ein Saloon zu bauen, der unsere Bürgerzufriedenheit pusht. Tatsächlich auch recht wichtig. 6 Metallplatten brauchen wir dafür. Sollten wir ohne Probleme hinkriegen. So, zack, fertig. So. Jetzt gucken wir nochmal eben drüber. Also, wir brauchen unheimlich viele Gag-Missionen noch und noch ganz viele Wörter von denen. Wir brauchen ganz viele Wörter noch von den Viken. Und dann einige Missionen noch. Zusätzlich auch noch Kampfläufer. Müssen wir auch noch einige wegmachen. Das heißt, wir sollten auch mal wieder Kampfmissionen machen mit Wächter zerstören. Bei den Korvaks fehlen uns noch Missionen, ganz viele verschiedene Wörter und ein positiver Rang. Das ist aber super schnell machbar. Das sehe ich jetzt persönlich nicht dramatisch. Die Händlergilde, fehlen uns nur noch Missionen, ansonsten haben wir da alles. Söldnergilde, fehlen uns nur noch Missionen, sonst haben wir alles. Entdeckergilde, fehlen uns tatsächlich noch ein bisschen was an der Flora und ein paar Missionen. Gesetzlose fehlen uns nur noch die Missionen und Autophage fehlen uns auch noch Missionen und Wörter sowie ein paar Autophagen-Reparaturen und Splitter, die wir sammeln müssen. Bei den Autophagen haben wir vergleichsweise viel zu tun. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir heute mal auf Autophagen-Mission. Dann Überlebensmeilensteine. Extremes Überleben. Das wird ewig lange dauern, muss man halt sagen. Ist das Einzige, was fehlt. Und das zeigt halt auch, wie krass in Relation das zu allen anderen ist. Alles andere habe ich innerhalb der ersten 2 Seasons ohne Probleme hingekriegt. Allerdings, das ist halt Nonsens, wie viele Minuten das sind. Beim Erkundungsmeilenstein sind wir komplett fertig. Das ist halt nice. Cool. Da wir sagen, wir wollen die Autophagen-Mission machen, schnappen wir uns unser Wächterschiff, düsen in den Orbit.
Und gucken mal. Wo wir denn ein Dissonanzsystem haben. Da habe ich doch gerade was gesehen. Dissonanz, Kovacs-System. Mit ganz vielen Planeten. Das schaut doch ganz gut aus. So. Dann gucken wir mal eben hier. Wo wir ein Autophagen-Signal haben. Und da fliegen wir dann mal drauf zu. Was haben wir für einen Planeten? Ein brühender Planet, Solanium, Kupfer, Phosphor und Salz ist da zu holen. Und natürlich Dissonanz entdeckt. Gepori J8. Hier sind einige Autophage. Disruptor. Was tun du sehen mich? Ich betrachte Konstrukt Gapotiab, bestehend aus Drähten recycelt mit Namen. Prozentname erwidert ruhig mein Blick. Unterstützung anbieten, erstmal ein Geschenk überreichen. Freut den auch einmal. Und dann sagen wir mal Sprache einüben. Okay. Dann gucken wir mal. Wortkategorien. Dann nehmen wir mal das Freundschaftssymbol. So, Unterstützung anbieten. Einen verirrten Autophagen reparieren. Machen wir. Vorher sprechen wir mit den anderen Autophagen auch noch, was wir da haben. Sprache einüben. Und was hast du für eine... Ah, kristallisiertes Herz sammeln. Das ist gar kein Problem. Das können wir nämlich direkt abgeben. Wir können nämlich einfach den Frachter hier einmal herholen. Und den... haben wir nämlich ein kristallisiertes Herz. So, aber vorher sprechen wir ja auch noch mit den anderen. Oder? Ah, vorbei, ne. Wir können schon einmal eben schon mit dem schon mal sprechen. Er ist nämlich dann happy. Den haben wir dann abgefrühstückt. Dann schnacken wir einmal mit dir. Unterstützung anbieten. Strahlende Splitter sammeln. Können wir auch machen.
So, hier können wir nämlich auch wieder einreichen. Dann geben wir denen auch noch ein Geschenk. Wir wollen uns ja positiv bei denen... Ah, cool. Der gibt uns ein großes Lager von Autophagen. Ist natürlich angenehm. Ein harmonisches Lager wahrscheinlich, ne? Dann schauen wir mal bei ihm hier. Sprache einüben. Da gucken wir erstmal nur, verdorbene Wächter eliminieren. Können wir auf jeden Fall nebenbei machen. Und ich glaube, er fehlt nur noch, oder? Nee, ihn haben wir. Ihn haben wir auf jeden Fall. Er fehlt noch. Konstrukt Moliati dreht sich zu mir um und ich höre das leise Zischen einer undichten Hydraulikanlage. Das Knirschen eines ungleichmäßigen Getriebes. Umgekehrte Spiegelsammler. Okay, das ist auch wieder so ein Ding. Super easy. Kann ich sogar direkt abgeben. So, jetzt haben wir leere Modes. Die können wir sogar verwenden. Leere Modes tauschen. Wieder aufgebaut das Extra-Anzugsmodul. Können jetzt aber noch die ganzen verschiedenen Köpfe freischalten. Brauchen wir aber ehrlicherweise nicht. Deshalb gehe ich auf jeden Fall eher für die Module. Gucken wir mal, was die so bringen. Beide nicht gut gerollt. Die sind sogar beide sehr schlecht gerollt. Muss man leider sagen. Die sind gerade kompletter Müll gewesen. Verdammte Wäsche. Da auslöschen können wir jederzeit. Wir holen uns jetzt aber erstmal unseren Minotaurus. Mit der Liquidatoren-Optik. Denn ich habe noch ein Flammenwerfer-Upgrade-Modul. Und wir müssen richtig übel unseren Minotaurus upgraden. Weil der richtig einen auf den Sack gekriegt hat anscheinend. So, aber jetzt ist da ordentlich Schmackes hinter. Richtig ordentlich Schaden. Aber ich muss sagen, ich würde das gerne tauschen. Vielleicht lieber den... Flammenwerfer boosten möchte gerade. Als die anderen Sachen.
sind die Kanonen. Braucht das? Nee, dann gehe ich mal lieber für den. Nutzen wir mal schön die Möglichkeit, dass wir außerhalb der Atmosphäre fliegen können. Und schon einmal, was unsere Flotte denn will. Planetare Erkundungsteams haben während einer Bordpatrouille ungewöhnliche Pflanzen gefunden. Die Crewmitglieder haben alle von den Pflanzen gegessen. Die Crewmitglieder sind jetzt krank. Es gibt ein Gegengift, aber es werden Vergleichsproben benötigt. Die gesamte Bodencrew befindet sich in der Krankenbucht. Kann der Reisende dir ein ja. Nö. Ja, warte mal. Land einfach mal kurz. Denn wir müssen eh verdorbene Wächter erledigen. Und schreiende Splitter sammeln. Ich würde mir gerne den Flammenwerfer jetzt einmal angucken. So viel Damage ist es leider nicht. Und vor allen Dingen das Zielen damit ist vergleichsweise hart. Genauso wie mit dem Teil. Ja, vielleicht sollte ich die Bordkanone doch lieber pushen. Flammenwerfer ist zwar cool, aber irgendwie halt eher eine Spielerei. Sehr schön. Den seine Quest haben wir schon mal abgeschlossen.
mir noch ein kristallines Herz. Nehme ich sehr gerne. Diese großen Spinnendroiden sind übrigens auch die, die ihr in der aktuellen Expedition 16 Verfluchte braucht. Nicht diese kleinen. So, wo kommen sie? Okay, El Minotaurus ist runtergefallen. Da haben wir alle. Dissonanzspitze. Wir müssen jetzt aber erst einmal den Autophagen da einmal helfen. Oh. Bin ich jetzt doch wieder dran vorbei. So, und jetzt relativ gerade runter. Okay, gar kein Problem. Dann können wir auch noch ein bisschen was einspeisen. Schade. Da haben wir nicht genügend Reichweite für. Na, dann geben wir erstmal die Quests ab.
eine sehr lange Landung. So, hi. Kann ich abgeben? Die Quest abgeben. Jetzt müssen wir unsere Flotte einmal unterstützen, aber anscheinend in dieser Planet? So. Wenn es dieses Sternensystem ist, dann mache ich das jetzt. Geben wir nämlich jetzt erst zum Autofahrensignal einmal rum. Hallo, Iris. Was haben wir denn bei dir? Verrostetes Metall sammeln. Können wir, glaube ich, sogar schon abgeben. Habe ich aber ziemlich sicher hier. So. Gleich einmal einreichen. Das müssen wir für dich machen. Ein kristallines Herz sammeln können wir auch direkt machen. So, und dich haben wir noch. Konstruktgaris. Wie kann man dir helfen? Auch ein kristallines Herz sammeln. Können wir auch direkt machen. Lernen wir auch wieder zwei Autophage-Worte. Und wir können hier direkt wieder Lehre-Modes tauschen. Oder haben wir noch was Interessanteres? Nö, nicht wirklich. Wir könnten halt nur gegen die Gesichter tauschen, was ich aber halt ehrlicherweise nicht brauche. Ah, du hast aber noch ein Kopftuch, was ich noch nicht habe. Hier bei dir nochmal die Möglichkeit, das war gut rollen. Okay, das kann schon mal weg. Das ist definitiv schlechter.
den Sachen allerdings 51 und 17. Oh. Kerngesundheit schlechter, aber der Sprintdistanz mit dabei um ein bisschen mehr Schild. Ist ja auch nicht gut gerollt, aber ist immer noch besser. Gut, dann geht's jetzt einmal eben unsere Flotte unterstützen. Und eigentlich müssen wir noch eben hier den Abfangjägerarm gucken, bevor wir dahin gehen. Was haben wir denn hier für ein Wächterschiff? C-Klasse. Gebrochenes Glas kann ich rausnehmen, die anderen Sachen kann ich da drin lassen. Sieht ansonsten leider nicht so geil aus. Falls ihr aber den haben wollt, dann einmal hier die Portalglyphen. Poste ich im Discord. Beziehungsweise ich muss das auch mal nochmal richtig machen. So. Könnt ihr natürlich auch Glück haben und genau den als S-Klasse bekommen da an dem Ort. Denn haben wir eben den Gegengift-Scan für unsere Fregatte. Planeten mit abscheulicher Brut. Entdeckt 0 von 3. Flora scannen im Gegensatz. Ja, ja, gar kein Problem. Müssen eh ein bisschen Flora scannen. In den Weltraum zurück und nimm Kontakt auf. Aber ne, das Ding nehme ich noch mit.
So. Hast du die Daten? Jawohl. Die Bodencrew hat tapfer durchgehalten, weil sie wusste, dass du ihr helfen wirst. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesen Daten ein Gegengift entwickeln können. Ja, läuft. So, jetzt geht's aber dann zurück. Denn wir wollen ja die Missionen noch mal ein bisschen farmen. Von den Autophagen. Ach, guck an. Jetzt hätten wir sogar einen Frachter-Battle hier. Mit... Ah, der kleinen Sternzerstörer-Klasse. Ist ganz nett, aber nicht das, was wir jetzt wollen. Andererseits könnte ich das schon eben fertig machen, ne? Na komm. Machen wir die eben platt. Weg. Na? Jetzt in Reichweite. Tschüss. Der hier mit dem Shuttle versucht, mich anzugreifen. Eine Frechheit. Die ganzen verbündeten Schiffe dabei, die helfen wieder weniger, sondern stören einfach mehr. So, jetzt lädt er uns auf seinen Frachter ein. B-Klasse. Denn so komplett rot hat er schon was, muss man ja sagen, aber ist halt leider nicht so gut für uns. Eine Bezahlung will ich stattdessen. Einen Frachtschott haben wir gekriegt. Ja, ist doch gut. Frachtschott brauchen wir noch. So.
Ein Autofagen. System hat man. Einige Missionen jetzt nochmal fertig gemacht. Autofagen Bergung haben wir irgendwie aber noch nicht so viel. Hatten wir vorhin nicht auch schon 13? Aber einige Quests haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Die Quests von denen gehen meistens sowieso relativ schnell. Ah, da lande ich sehr ungünstig. So, erstmal den harmonischen Schrott hier aufsammeln. Hm. 61 leere Mods bei dem einen drinnen. Naniten. Ressourcenz. Eine Lagererweiterung. Und deshalb sind diese Teile teilweise auch so broken. Kann man auch richtig Lack haben. Gucken wir doch mal. Was für ein Speicherregister haben wir denn? Wir brauchen 6, wir brauchen 12 und wir brauchen 2. So, wir brauchen 6. Wir brauchen 12. Und wir brauchen 2. Was haben wir hier? B-Klasse. Dann... Dissonanzausschlag können wir immer lokalisieren. Gucken wir uns das Ding auch nochmal an. Dann schnacken wir einmal mit den Leutchen hier. Strande Splitter sammeln. Können wir sofort auch wieder abgeben. Dann mit dem leeren Sucher erstmal schocken. Verdorbene Wächter eliminieren. Und was hast du? Quatschmetall sammeln. Dich kann ich auch sofort wieder abschließen. Und hier ist auch noch was. Und wir können noch eben leere Mod tauschen. Wir haben nämlich wieder 932. Okay, hier ist sonst nichts anderes. Ah, cool. Gebuckt. Machen wir uns einmal aufs zu dem Dissonanzspitzenpunkt.
einfach durch Spam. Funktioniert dann immer. Segen. In C-Klasse. Aber auch das können wir dann damit abbrechen. Hier. So, dann holen wir noch eben die Wächter weg. So, 2 von 9 haben wir. Dann noch mal ein bisschen rumgucken, ob wir hier noch was mitnehmen können. Aus der nächsten Umgebung. Weil wir müssen ja auch noch strahlende Splitter sammeln. Wir haben jetzt sowieso wieder einige verbraten. Sehr schön. Hier wieder. Landen. Sie suchen jetzt ein paar Sekunden. Ist aber gar kein Problem für uns, weil die fliegen sowieso in die verkehrte Richtung. So. Und dann können wir das auch abgeben. Bekommen 3 Autophage-Wörter, bisschen Ansehen und 426 Modes. Ach, guck an, wir müssen immer noch 25 davon sammeln, aber immerhin haben wir einen zusätzlichen Autophagen repariert. Deshalb, da sind wir dann ein bisschen besser bei. Und ein paar Missionen haben wir gemacht. Ein paar Worte gelernt. Ich würde sagen, meine Lieben, das war's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche, Montag, wenn es wieder ist, No Man's Sky Hardcore Permadeath Run. Season 3. Bis denne, es war mir eine Ehre.